Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Grundsätzlich werden Wahrscheinlichkeiten dafür verwendet, zu beschreiben, wie häufig bestimmte Ausgänge in Zufallsvorgängen eintreten. Klassische Beispiele dafür sind der Münzwurf oder der Würfelwurf. Beim Münzwurf wissen wir vor dem Werfen der Münze nicht, ob Kopf oder Zahl kommen wird. Wir wissen nur, dass bei einer fairen Münze in etwa der Hälfte der Fälle Kopf und in der anderen Hälfte der Fälle Zahl umliegen sollte. Analog beim Würfelwurf, wo wir nur wissen, dass eine der Zahlen 1 bis 6 kommt und bei einem fairen Würfel jede davon mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Für solch einfache Zufallsvorgänge haben wir Menschen auch eine gute Intuition. Allerdings bricht diese Intuition relativ schnell zusammen, wenn die Vorgänge auch nur ein bisschen komplizierter werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir dafür mathematische Regeln haben, um Wahrscheinlichkeiten auch berechnen zu können und so informierte Entscheidungen unter Unsicherheit treffen zu können. Ein paar Beispiele dafür, wo es uns mit unserer Intuition schon schwerfällt, sehen wir jetzt im Folgenden. Alle drei Beispiele, die auf dieser Folie kommen werden, schauen wir uns in nachfolgenden Videos noch genauer an. Hier geht es erstmal nur darum, zu sehen, dass die Intuition vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Das erste Beispiel ist das zweimalige Werfen eines sechsseitigen Würfels. Beim einseitigen Werfen, hatte ich ja gerade gesagt, funktioniert unsere Intuition eigentlich noch gut. Beim zweimaligen kann es schon schwieriger sein. Da kann man nämlich auf die Idee kommen zu sagen, oh, die 11 kann nur durch eine einzige Zahlenkombination, nämlich die von 5 und 6, geworfen werden und die 12 auch nur mit einer Kombination, nämlich 6 und 6. Folglich müssten die eigentlich gleich wahrscheinlich sein. So hat das zum Beispiel der Gottfried Wilhelm Leibniz vermutet, ein berühmter Mathematiker. Der hat vermutlich nicht so viele Brettspiele oder Würfelspiele gespielt. Diejenigen, die das tun, haben da wahrscheinlich eine bessere Intuition. Wer das nicht hat, lösen wir in einem der nachfolgenden Videos noch auf. Die zweite Situation ist eine Beurteilung folgender Aussagen. Welche dieser beiden Aussagen ist wahrscheinlicher? A. Mein Nachbar steht wochentags immer um 2 Uhr in der Nacht auf. B. Mein Nachbar ist Bäcker und steht wochentags immer um 2 Uhr in der Nacht auf. Wenn man da einmal herumfragt, wenn ich das zum Beispiel im Hörsaal mit den Studierenden mache, bekomme ich da immer sehr geteilte Meinungen. Die Antwort ist überraschend einfach, folgt auch in einem der nächsten Videos. Die dritte Situation ist eine, wo es um die Beurteilung von medizinischen Tests geht. Als Beispiel führe ich hier einen konkreten AIDS-Test an. Die Situation ist aber ganz analog bei anderen medizinischen Tests. Der AIDS-Test ist ein sehr verlässlicher medizinischer Test. Er erkennt infizierte Personen mit 99,9%iger Sicherheit, liefert dort also ein positives Ergebnis und umgekehrt nur bei 0,2% von gesunden Menschen liefert der Test fälschlicherweise ein positives Ergebnis. Und zusätzlich in den Industrieländern sind glücklicherweise nur wenige Menschen infiziert, etwa 0,1% der Bevölkerung. Und das heißt, wenn wir jetzt eine Person zufällig auswählen und testen und die hat einen positiven Test, haben wir zunächst mal die Intuition, dass da also was ganz Signifikantes passiert ist, dass also diese Person ziemlich sicher positiv ist, also tatsächlich positiv ist und dass der Test das nicht nur sagt. Werden wir aber auch feststellen, auch dem ist nicht so, sondern wenn der erste Test positiv ist, sollte man eigentlich noch nachfolgende Tests machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person wirklich positiv ist, nicht so hoch ist, etwa 99,9%, wie man mit der ersten Intuition meinen würde. Auch das schauen wir uns alles noch genauer an. Aber hier haben wir also drei Situationen, wo wir sehen, dass mit der eigenen Intuition man noch gar nicht so gut zurechtkommt. Und das sind alles immer noch relativ überschaubare Situationen. Wir brauchen das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten auch für komplexere Situationen. Zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften, wenn wir vor der Situation stehen, wir möchten ein Kapital auf mehrere Anlageformen aufteilen und müssen uns überlegen, wie wollen wir das machen. Also all diese verschiedenen Anlageformen in Aktien, in Fonds, in Anleihen oder ähnlichem
sind mit verschiedenen Risiken versehen und wie kann ich das in gewisser Weise optimal machen? Und auch hier haben wir nicht mehr eine einfache Intuition, sondern brauchen wirklich etwas, das wir es genau rechnen können. Ähnliche Situation, wenn eine Bank ein Portfolio von Krediten hat. Ja, jeder Kredit fällt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus, sprich wird nicht zurückbezahlt. Aber wie groß ist dann das Verlustrisiko des gesamten Portfolios von Krediten? Ja, großes Thema, vor allem in großen Wirtschaftskrisen wie der von 2008-09. Und auch dafür brauchen wir dann eben Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann der Statistik. Und dort wird nämlich auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung als Grundlage für statistische Beurteilungen und wahrscheinlichkeitstheoretische Einschätzungen verwendet. Klären wir deshalb also hier zunächst mal ein paar Grundbegriffe. Der erste ist der eines Zufallsvorgangs oder Zufallsexperiments. Klingt total hochtrabend, meint aber einfach nur einen Vorgang, bei dem ich vorher noch nicht weiß, welches Ergebnis genau kommen wird, ich aber wohl weiß, welches die möglichen Ausgänge sind. Beispiel eben Münzwurf, Kopf oder Zahl und Würfelwurf, Zahlen 1 bis 6. Letzteres ist auch hier als Beispiel angeführt. Zusatzbemerkungen zum Münz- und Würfelwurf. Ich sage immer, es sind die beiden langweiligsten Zufallsexperimente der Welt. Ich führe sie trotzdem hier immer wieder als Beispiele an, weil sie so einfach sind und jeder sofort versteht. Zweiter Begriff, Ergebnismenge oder Ergebnisraum, häufig mit dem Symbol Groß Omega bezeichnet. Das meint einfach die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsraums. Also beim Werfen eines Würfels ist das wieder die Menge der Zahlen von 1 bis 6. Oder beim Münzwurf wäre der Ausgang Kopf oder Zahl und die Menge bestehend daraus wäre also unser Ergebnisraum oder Ereignisraum. Ein Ereignis ist eine Aussage über ein mögliches Ergebnis eines Zufallsexperiments. Und jedes Ereignis, Entschuldigung, ist deshalb eine Teilmenge der Ergebnismenge. Jene Teilmenge von Ergebnissen, nämlich für die die Aussage zutrifft. Und einelementige Ereignisse heißen Elementarereignisse. Auch hier, man ahnt es schon, schauen wir uns als erstes das Werfen eines Würfels an und schauen uns mal an, was sind die Elementarereignisse, wie können bestimmte Ereignisse damit beschrieben werden. Erstes Beispiel, das Ereignis gerade Augenzahl. Das besteht also aus den Elementen 2, 4 und 6, wobei eben der gesamte Ergebnisraum die Zahlen 1 bis 6 umfasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weitere mögliche Ereignisse, die uns interessieren könnten, wäre eine Augenzahl größer als 4, das wären also die Elemente 5 und 6, oder eben eine einelementige Ergebnismenge, nämlich genau die Zahl 6. Und für die mathematische Beschreibung eines Zufallsvorgangs brauchen wir jetzt die Zuweisung von Wahrscheinlichkeiten für alle möglichen eintretenden Ereignisse. Das heißt, beim Würfelwurf bräuchten wir eine Zuordnung, wie wahrscheinlich ist es, eine gerade Augenzahl zu würfeln, eine 1 zu würfeln, eine Zahl kleiner als 4 zu würfeln und so weiter und so fort. Und wenn wir einen fairen Würfel haben, würden wir davon ausgehen, dass eben alle Elementarereignisse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Dass sowohl das Würfeln einer 1 wie auch das Würfeln einer 2 und so weiter bis zum Würfeln einer 6, alle von denen kommen mit Wahrscheinlichkeit ein Sechstel vor. Das heißt, wenn ich diesen Zufallsvorgang wieder und wieder und wieder wiederholen würde, würde ich erwarten, dass in etwa einem Sechstel aller Fälle eben eine 1 gekommen ist, in einem weiteren Sechstel der Fälle die 2 und so weiter. Und grundsätzlich einigen wir uns darauf, dass wir Wahrscheinlichkeiten deshalb mit Zahlen zwischen 0 und 1 bezeichnen. 0 bedeutet, dass das Ereignis nie eintritt. 1 bedeutet, dass das Ereignis sicher eintritt, also in einem Anteil von 1, 100% aller Fälle.
Und intuitiv ist sicherlich, dass der Zufallsvorgang ausreichend genau beschrieben ist, wenn jedem Elementarereignis, also jedem einelementigen Ausgang des Zufallsvorgangs eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet ist und ich dann durch Kombination der Wahrscheinlichkeiten für die Elementarereignisse mir die anderen Wahrscheinlichkeiten ausrechnen kann. In nachfolgenden Videos werden wir uns dafür dann aber noch genau anschauen, wie man das konstruieren kann, wie man zu diesen Wahrscheinlichkeiten kommt und wie man damit dann weiter rechnen kann.